1975. Mit dem Überfall auf die Konferenz erdölexportierender Länder, kurz OPEC, begründet Carlos seinen Ruf als einer der kaltblütigsten Killer des internationalen Terrorismus. Er erschoss einen Sicherheitsbeamten aus nächster Nähe. Zwei weitere Männer wurden getötet. Das von ihm geführte Kommando nahm 70 Menschen als Geiseln. Sie wurden später für eine bislang nicht bekannte Lösegeldsumme freigekauft. Dafür soll sich Carlos in Wien vor Gericht verantworten, so fordern es die österreichischen Behörden. Carlos sitzt in diesem Pariser Gefängnis. Carlos war in einer spektakulären Nacht- und Nebelaktion im Sudan verhaftet und nach Frankreich gebracht worden. 1997 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt, wegen dreier in Frankreich begangener Morde. 83 Menschenleben hat Carlos nach eigenen Angaben auf dem Gewissen. Auftragsmorde eines Terrorsöldners im Dienste verschiedener, meist nahöstlicher Auftraggeber. Im Westen wurde fast zwei Jahrzehnte lang vergeblich nach dem Top-Terroristen gefahndet. In Deutschland wird dem 49-Jährigen der Anschlag auf das französische Kulturzentrum Maison de France 1983 in Berlin zur Last gelegt. Ein Passant kam dabei ums Leben. In einem Brief bekannte sich Carlos zu der Tat. Bislang wurde in Deutschland jedoch nur gegen einige seiner Komplizen verhandelt, darunter sein engster Vertrauter Johannes Weinrich. Carlos, hier rechts bei Verhandlungen mit dem ungarischen Geheimdienst, gilt jedoch als Anführer des Terrorkommandos. Ich halte ihn auch für den gefährlichsten, zumindest während seiner aktiven Phase. Denn er hat mit einer geradezu menschenverachtenden Art und Weise seine Attentate begangen. Ob Carlos, der sich noch immer als Revolutionär in der Tradition des Leninismus bezeichnet, jemals in Berlin, Wien und anderswo vor Gericht erscheinen wird, hängt bis auf Weiteres von der französischen Justiz ab.